Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute bereite ich Pfefferminzzucker und so sieht er aus. Wunderbar, ist alles schon getrocknet und dafür brauchen wir nur zwei Zutaten. Es ist der Zucker und Pfefferminze. Pfefferminze, egal welche, was ihr im Garten habt. Ich habe die ist was wie Samt. Und diese Schokopfefferminze, die duftet sehr, sehr toll. Und jetzt in meiner Küche steht so ein wunderbarer Duft. Und das ist wirklich sehr toll als Weihnachtsgeschenk jetzt schon vorbereiten, weil später haben wir keine Pfefferminze. Und zum Beispiel auch für Winter das vorbereiten, ob das in Tee reinmachen oder zum Beispiel Plätzchen backen. Das ist auch eine sehr tolle Idee. Und wird sehr, sehr einfach gemacht. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Gestern habe ich im Garten meine Pfefferminze gepflückt und abends, es war schon zu spät für Video drehen, deswegen mache ich es heute. Ich habe das gleich abgewaschen und in meinem Salatschlöder auch schön durchgedreht. Jetzt gebe ich das noch auch auf den Tuch und ein bisschen trockne das ab. In meinem Fall hier mehrere Sorte von den Pfefferminze. Ich habe so eine, die ist so wie ein Bach, so wie ein Samt. Oh, Wahnsinn, so schön riecht. Aber besonders mag ich die mit diesem roten Stiel, diese Schokominze oder so. Oh, die hat Duft. Die liebe ich, wirklich. So, nehme ich noch Tuch und gehe noch drüber, dass nicht zu viel Feuchtigkeit wird. Wir brauchen nur die Blätter. Die Stiele brauchen wir für den Zucker nicht. Das wird ein bisschen zu feste Teile dazwischen. Deswegen werden wir jetzt alle Blätter abzupfen. Ich habe das so ausgerechnet, für so einen guten Geschmack braucht schon 50 Gramm Blätter für 300 Gramm Zucker. Ich nehme ganz normale Zucker dafür. Und jetzt werde ich erstmal die Blätter abzupfen und gleichzeitig kann ich nachschauen, ob irgendwelche schlechten Blätter da sind. Kann ich dann abmachen. So, ich zupfe erstmal alle Blätter ab und dann wiegen wir die und dann weiß ich, wie viel Zucker kann ich machen. So, meine Lieben, jetzt machen wir es weiter. Ich habe jetzt die Blätter alle vorbereitet und abgewogen. In meinem Fall habe ich jetzt in diese große Schüssel gerade 110 Gramm. Das heißt, dass 50 Gramm für 300 Gramm Zucker habe ich mir jetzt abgewogen. Hier 600 Gramm Zucker. Und die kann man dann mit so einem Mixer zerkleinern. Es wird dann natürlich etwas grober. Danach werden wir sowieso nach dem Trocknen nochmals es mixen. So, die Blätter. Ich werde die erstmal ein bisschen zerkleinern und dann Zucker dazu geben. So. Das werde ich erstmal dann alles erstmal zerkleinern. So habe ich jetzt alles schon durchgemixt und wie ihr seht, eine ist ein bisschen heller, die andere ist dunkler, die letzte sind ziemlich hell. Es kommt drauf, wie viel war die Blätter und Zucker im Verhältnis. Es kann man im Backofen es trocknen zwischen 50 und 80 Grad. Ich würde noch 50 nehmen, euch raten, dass nicht zu viel wird zerstört von unserer Pfefferminze. Jetzt stelle ich zum Trocknen und zwischendurch immer wieder umrühren. Ihr merkt, dass es schon wirklich so etwas trocken geworden. Dann macht ihr einfach den Backofen aus und lässt eure Zucker da im Backofen noch stehen, diese Resthitze noch nutzen, bis das Zucker wird
abgekühlt. Wenn es der Zucker abgekühlt ist, dann können wir in schöne Gläschen auffüllen oder kleinere Gläschen machen, wenn ihr das zum Verschenken habt. Und dann ist es schon fertig. Aber erstmal werden wir es mal trocken lassen. So, ich habe jetzt 50 Grad genommen und Umluft. Stelle auf die mittlere Schiene und in die Tür klemme ich ein Handtuch. Oder kann man einfach Holzlöffel da reinstecken und immer wieder zwischendurch umrühren, dass es wird gleichmäßig getrocknet. So, habe ich jetzt den Zucker ungefähr fast eine Stunde im Backofen gehabt bei 50 Grad. Aber ganz ehrlich, wenn ihr ein sonniges Wetter habt, dann könnt ihr einfach draußen es trocknen lassen und ein bisschen den Strom sparen. Das wird es auch klappen. Auf jeden Fall, es muss richtig trocken sein. So rauschen, dass nichts an den Handy was klebt. Sogar wenn es so gröbere Stückchen sind, wenn ihr das zerdrückt, es soll knacken. Hört ihr? Und es ist nichts klebt an die Hände. Es darf nicht feucht sein, weil hier sind die jetzt Kräuter drin, nicht so, dass fängt Gottes Willen zu schimmeln oder wird wie ein Stein im Glas, wenn ihr da reinmacht. So, es kann man jetzt so in die Glas reinmachen, aber es kann man nochmal in malen, dass es wie so ein feinerer Zucker haben. Beim zum Beispiel Backen wird das viel besser. So, ich zeige euch einfach mit so einer kleinen Mähne. Duftet sehr, sehr herrlich bei mir hier in der Küche. Und einfach nur kurz zerkleinern. Dann habt ihr so, oh, was für so ein Duft steht. Wahnsinn. Und wenn ihr dann in den Teig reinmacht oder aufschlägt mit den Eiern und so, ist viel besser. Kann man sogar noch mehr zerkleinern. Für was wollt ihr es verwenden? Ob das ist nur für den Tee und so. Und dann kann man es in die Gläschen füllen. Ich mache meistens meine Gläschen nicht richtig voll. Weil wenn ich die auf dem Regal stehe, zwischendurch, ob das ist Gemüsebrühe oder egal was ich trockne, mache ich immer dieses. Dass es immer so locker ist, nicht so fest in die Gläser wird. Schaut, das sieht doch schön aus. Und ich möchte gerne euch zeigen auch meine andere Zucker, was ich auch mache. Zum Beispiel Mandarinenschalenzucker habe ich gemacht. Habe ich auch Mandarinenschale einfach trocken lassen. Das war eine Bio-Mandarine. Und dann, wenn es getrocknet ist, mit dem Zucker auch gemixt, ja? Und dann in die Gläser schaut. Ganz toll bei den Desserten reinmachen oder beim Backen. Dann habe ich ein Hagebutte und Apfelschalen auch getrocknet und mit dem Zucker püriert. Schaut. Alles so hält lange. Das habe ich sogar gemacht im Oktober 23, das jetzt im Januar 24. Und Erdbeeren sind auch von letztes Jahr. Erdbeeren trocken lassen und mit dem Zucker pürieren, hat man dann sowas. Und heute machen wir dann Pfefferminzezucker. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch mein Video gefallen und eine oder die andere wird das nachmachen und so eine Vorräte sich anlegen und zum Beispiel wirklich so zum Weihnachten, zum Schenken oder Plätzchen selber backen, ist doch auch sehr toll. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!